Unser Stephansdom heißt nicht umsonst so. Er ist dem heiligen Stephanus geweiht, den wir am Stephanitag feiern. Über die Geschichte des ersten Märtyrers der Kirche weiß eigentlich fast jeder etwas. Wer es ganz genau weiß, ist Frau Dr. Hannelore Prutz, die stellvertretende Leiterin unseres Diözesanarchivs. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Dr. Prutz, wenn Sie mal durchzählen, wie viele Kirchen in unserem Bistum sind eigentlich dem heiligen Stephanus gewidmet? Also das heutige Handbuch des Bistums Passau weist 29 Kirchen und Kapellen aus, die dem heiligen Stephanus sozusagen geweiht sind. Das ist aber das heutige Bistum, die heutige Bistumsgröße. Wenn man das alte Bistum nimmt, das bis 1785 ja bis Niederösterreich gegangen ist, bis St. Pölten, dann sind es allein in Ober- und Niederösterreich 62 Kirchen, die dem heiligen Stephanus geweiht sind und die natürlich schon zeigen, wie wichtig eigentlich dieser Heilige für unser Bistum gewesen ist oder noch ist. Also beispielsweise, wenn man heute die Pfarrkirche in Erholming nimmt oder die Pfarrkirche in Triftern oder wenn man die kleine Kapelle im Bergham nimmt bei Habach, die einfach zeigen, dass es heute noch ein ganz lebendiges sich Erinnern an den heiligen Stephanus bei uns in Passau gibt. Der heilige Stephanus spielt also fast überall eine Rolle. Was bedeutet er denn eigentlich für unser Bistum konkret? Also die Geschichte des heiligen Stephanus in unserer Diözese beginnt tatsächlich hier im Dom. Das heißt, in der ersten Bischofskirche in Passau ist dem heiligen Stephanus geweiht und nur das Patrozinium Maria Himmelfahrt oder die heiligen Johannes der Täufer, heiliger Martin und heiliger Nikolaus wurden häufiger als Patrone für Kirchen im Bistum Passau, im heutigen Bistum Passau gewählt als der heilige Stephanus. Das zeigt seine hohe Bedeutung auch für unser Bistum. Das war der Blick aufs ganze Bistum. Frau Prutz, haben Sie eine Lieblingsfigur vom Stephanus? Meine Lieblingsdarstellung zum heiligen Stephanus, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, ist tatsächlich der Hochaltar im Passauer Dom, der, wie ich finde, in ganz, ganz beeindruckender für uns, die wir im 20. Jahrhundert geboren sind, verständlichen Weise dieses Stephanus-Martyrium einfach in die Skulptur übersetzt. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Gerne. So, jetzt stehen wir vom Hochaltar. Was gibt es über die Stephanus-Figur zu wissen? Diese Skulpturengruppe ist, finde ich, in vielerlei Hinsicht wahnsinnig spannend und interessant. Und da ist zunächst der heilige Stephanus, der schon nicht mehr ganz auf dieser Erde zu sein scheint, sondern der, wie es in der Apostelgeschichte heißt, den Himmel offen sieht, der also nach oben orientiert ist. Und auch diese ganze Skulpturengruppe ist ganz stark nach oben ausgerichtet zu Christus, der rechts von Gott Vater steht, der sozusagen beschützend auf diesen Stephanus herabblickt und ihn stützt in seinem Martyrium. Es ist aber vor allem auch, sind es die Nebenfiguren dieser Skulpturengruppe, die so beeindruckend sind. Aber das ist nicht die einzige Darstellung vom heiligen Stephanus. Selbst hier um den Domplatz gibt es noch eine ganz andere. Hier im Garten des Priesterseminars wartet eine weitere Stephanus-Figur auf uns. Frau Dr. Putz, welche Bräuche haben sich denn eigentlich um den Stephanitag gehalten? Da möchte ich eigentlich auf einen Brauch verweisen, auf einen großen Brauch, der seit langer Zeit auch besteht. Das ist das berühmte Schimmelamt in Altötting. Am Stephanustag findet um 7 Uhr morgens in der Stiftspfarrkirche dieses berühmte Schimmelamt statt, mit heuer auch einer großen Orchestermesse dazu von Mozart, und dort kommen die Bauern aus der Umgebung und bringen zur Gabenbereitung dann ihr besonderes Kerzenopfer. Das ist eine ganz besondere Art, diesem Stephanus letztlich anzuvertrauen, das Wohl der eigenen Tiere, der eigenen Pferde. Und das bringt mich zu einem zweiten Teil dieses Brauches in Altötting, nämlich am Nachmittag findet dann der berühmte Stephani-Umritt statt, der seit 1998 wiederbelebt worden ist und wo viele Pferde und Wägen erwartet werden, um dann auch letztlich den Segen der Kirche zu erhalten. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Brauch, den es eben in Altötting heute noch gibt. So wird der Stephanitag bei uns begangen. Das Schicksal vom heiligen Stephanus ist ja ein grausames. Was kann es uns bis in die heutige Zeit hinein sagen? Das, was an Stephanus so beeindruckt, ist an sich, dass er ja einer der
Diakone ist, der ersten Diakone ist, die berufen worden sind von den Aposteln. Und als er dann sozusagen gesteinigt wird, als er an sich am Boden liegt, besinnt er sich auf sozusagen die letzte Kraft, die er hat. Und das ist dann tatsächlich das Gottvertrauen und die Treue zu Christus. Und das ist eigentlich die Kraft, die ihn dann weiterträgt und die dann letztlich ja auch vielleicht schon einen ersten Impuls dem Saulus weitergibt, um dann dieses Bekehrungserlebnis irgendwie ein Stück weit vielleicht auch einzuleiten. Das weiß niemand, aber man kann es zumindest sich mal denken. Frau Dr. Putz, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in alles, was es zum heiligen Stephanus zu wissen gibt. Dankeschön. Sehr gerne. Eines würde mich jetzt aber doch noch interessieren. Zufall oder glückliche Fügung? Unser Bischof Stefan Oster teilt mit dem heiligen Stephanus, dem Dom- und Stadtpatron, den Vornamen. Herr Bischof, welche Beziehung pflegen Sie zum heiligen Stephanus? Mich freut natürlich seine Rolle in der Apostelgeschichte, also die im Neuen Testament. Da wird er geschildert als ein großer Zeuge des Glaubens. Er war der erste Märtyrer der Christenheit, der ähnlich wie Christus selber noch im Sterben für seine Mörder gebetet hat. Und mir persönlich ist er wichtig als einer, der aufrichtig und wahrhaftig das Evangelium verkündet und auch bereit ist, dafür ja letztlich sein Leben zu geben. Mein alter Beichtvater, der hat immer gesagt, am Ende der Beichte und vergiss nicht, wie du heißt. Schon viele Jahre, bevor ich Bischof geworden bin, aber jetzt wird mir diese Bedeutung immer mehr bewusst. Wie werden Sie den Stefanitag, Ihren Namenstag, begehen? Mich freut natürlich, dass unser Dom denselben Patron hat wie ich und dass wir an diesem Tag ein festliches Patrozinium, einen festlichen Gottesdienst im Dom begehen können, der auch sicherlich sehr feierlich gestaltet wird und er wird diesmal auch vom Bayerischen Rundfunk übertragen. Das Wichtigste an dem Tag ist natürlich für mich die Liturgie, der festliche Gottesdienst. Und natürlich werde ich auch ins Gebet gehen und an dem Tag besonders um die Fürbitte des heiligen Stephanus bitten. Um seine Fürsprache dürfen alle bitten, nicht nur die Stephanis und Stephans. Wir wünschen allen einen schönen Stephanitag.